Servus Leute, neues Video auf YouTube. Ich bin der Jonas und ja, heute gibt es mal wieder endlich seit langer Zeit ein Video vom Radfahren. Ich will euch nämlich mal zeigen, wie ich so fast das erste Mal wieder auf dem Rad sitze nach meiner Verletzung. Und ich würde sagen, nach dem Intro geht's einfach direkt los. Let's go! Jo Leute, wie ihr schon gesehen habt, bin ich mit meinem Firebird 29 unterwegs heute. Und das erste, was ich an meinem Setup geändert habe, wenn ich jetzt zum ersten Mal mit meiner kaputten Hand wieder fahre, sind sogenannte Handguards. Ja, ich habe hier Handguards von AVS montiert und das dient einfach dazu, erstens mir im Kopf ein bisschen mehr Sicherheit zu geben, dass meine Hände gescheit geschützt sind, weil gerade jetzt, wenn ich mit meiner Hand noch ein bisschen unsicher bin und Angst habe, dass die wieder verletzt wird, dann schützen die mich einfach ein bisschen, also erstmal mental und natürlich auch tatsächlich der Schutz, wenn ich irgendwo dagegen fahre oder so, dass die Hand nicht gleich wieder einen Schlag kriegt. Ja, das zweite, was ich mit euch auf jeden Fall machen will, ist das Thema Reifendruck. Zwar habe ich hier meine Luftpumpe mitgebracht, die mit in den Wald genommen. Normalerweise fahre ich immer so knapp vor 2 Bar, vorne und hinten, weil ich auch im Moment vorne und hinten von Maxxis Exo Plus Karkassen fahre. Also eigentlich die Enduro Karkasse und ja, also im Rennen sollte man eigentlich schon Double Down fahren. Vor allem, weil ich auch ohne Insert auf den Carbonfelgen unterwegs bin. Heute, aber gerade weil es jetzt auch Winter ist und das Laub ziemlich nass und so auf dem Trail, die ganzen Wurzeln sind nass. Gestern hat es auch geschneit bzw. geregnet. Deshalb werde ich da mit dem Luftdruck auf jeden Fall ein bisschen runtergehen, einfach um mehr Sicherheit auf dem Trail zu haben. Ich werde jetzt nicht so harte Sachen fahren, dass ich direkt übelst die Durchschläge habe. Deshalb kann man da ruhig mit dem Reifendruck auch mal ein bisschen runtergehen, um einfach mehr Sicherheit zu haben. Ja, auf jeden Fall, was ihr beachten müsst, die ganzen Tipps, die ich euch hier gebe oder versucht zu geben, wenn ihr das erste Mal nach eurer Verletzung wieder auf dem Rad unterwegs seid. Das ist einfach meine persönliche Erfahrung. Ich bin zum ersten Mal in so arg verletzt, in Anführungszeichen. Und deshalb versuche ich einfach für mich Tipps rauszufinden, was ich denke, was einfach sinnvoll oder gut ist. Nagelt mich da nicht fest, wenn ihr noch irgendwelche Tipps habt, mit denen ihr gute Erfahrungen gemacht habt, dann schreibt die gerne in die Kommentare. Ich denke, wenn Leute das Video sehen, nachdem sie vielleicht selber verletzt sind, dann sind die da auf jeden Fall froh drüber. Das heißt, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr noch irgendwelche Tipps habt, die ergänzend zu meinen hier sind. Genau. Ja Leute, Fahrrad ist jetzt soweit bereit, damit ich los kann auf die Trails hier. Ich werde erstmal hinten den Kronau Trail fahren, das ist persönlich mein Lieblingstrail hier. Den kenne ich auch sehr gut. Ist, denke ich, auch ein wichtiger Punkt, dass ihr die Trails, die ihr nach eurer Verletzung fahrt, einfach gut kennt, weil da wisst ihr meistens, wo jeder Stock und jeder Stein liegt und dann könnt ihr da am besten einschätzen, wie schnell ihr wo fahren könnt und seid da einfach am sichersten unterwegs. Was ich euch nicht empfehlen würde, ist einen neuen Trail zu fahren, direkt wenn ihr, nachdem ihr verletzt wart, da würde ich einfach auf bekannte Trails gehen. Was auch noch so ein Punkt ist, was ich beachten würde, ist, dass die Trails nicht unbedingt nass sind, sondern dass ihr erstmal im Trockenen anfangt. Das ist nicht immer möglich, jetzt im Moment ist Winter, hier liegt auf den Bäumen da oben sogar Schnee, weil es gestern Abend ein bisschen geschneit hat und ich glaube, dass ich jetzt im Winter einfach keinen trockenen Tag erleben werde und deshalb gehe ich jetzt heute natürlich fahren, weil sonst kann ich den ganzen Winter nicht fahren. Ja, wo wir schon beim Thema Fahrrad sind, will ich euch noch einen Tipp geben und zwar Gabel- und Dämpferservice. Denn wenn ihr verletzt seid, dann nutzt eure Chance, dass ihr sowieso nicht fahren könnt und serviced euer Rad. Deshalb habe ich das auch so gemacht. Ich habe meine Fox 38, wo der Service eh schon überfällig war, einfach zu Fox in Service geschickt und jetzt ist sie wieder mit frischem Service im Rad eingebaut und das heißt, es kann wieder perfekt losgehen und ich kann perfekt durchstarten und habe mir die Wartezeit gespart jetzt, weil wenn ich jetzt erst meine Gabel eingeschickt hätte, dann könnte ich jetzt noch nicht Rad fahren. Das heißt, schickt eure Sachen, eure Grad, Dämpfer und Gabel in der Zeit ein, wo ihr verletzt seid, weil da könnt ihr sowieso nicht Rad fahren. So, ich würde sagen, jetzt ist aber absolut genug gelabert. Jetzt geht's endlich auf die Trails. Wir switchen auf die GoPro und ich würde sagen, wir treffen uns
am Einstieg vom Kronau Trail. Und dann geht's gleich los. Ich bin richtig hyped, ich freue mich richtig. Und ich wünsche euch viel Spaß auf den Trails. Bis gleich auf der GoPro. Jo Leute, tschu! Eine ganz ungewohnte Perspektive, die ihr seit langem nicht mehr gesehen habt von mir. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr den Style mit den Handguards findet. Ich finde es ganz okay, kann mich nicht so entscheiden, ob ich es cool finde oder nicht. Genau, aber geht mir vor allem halt jetzt durch meine gebrochene Hand um die Sicherheit. Es ist arschkalt, es windet. Es wird auch bald dunkel, das heißt, wir müssen uns beeilen. Ich habe dicke Winterhandschuhe an, kann ich euch auf jeden Fall auch empfehlen. How much effort do you give? Wir gehen rein in den Single Trail hier. Ja, herrlich. Endlich wieder auf dem Rad. Abziehen. Da waren die Handguards schon gut. Fast hätte ich den Baum erwischt. Erstmal schön in den flachen Trail rein hier mit viel treten, damit ich schön warm wieder werde auf dem Rad. Slippery. Oh, Pfütze. Oh, tiefes Loch. Und wieder reintreten. Ja, Mann. Oh, ist das anstrengend, Leute. Wow. Krank. Okay, das jumpen wir mal noch nicht. Oh, hier ist slippery. Oh mein Gott, ist es nass heute. Okay, wir sehen uns am Einstieg. Tschu. Ja, Leute, also ich bin jetzt am Einstieg vom Kronau Trail. Da unten ist der erste Jump. Dämpfer ist offen. Strava läuft. Sehr gut. Genau, nochmal zu den Handschuhen. 100% Winterhandschuhe. Genau. Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Gerade für den Winter. Heute hat es nur 3 Grad oder so. Aber ich bin auch letzte Woche, wo es so 10 Grad hatte, wo ich mal ein bisschen mich einrollen war, bin ich auch schon mit denen gefahren. Obwohl ich die anderen Trailhandschuhe, die normalen, eigentlich auch gereicht hätten. Ich habe aber extra die angezogen, damit die Hand schön warm bleibt. Weil, was man am wenigsten gebrauchen kann, ist, wenn die Hand schon gebrochen war oder jetzt halt man gerade wieder anfängt zu fahren, dass die Hand dann auch noch kalt wird. Weil dann hat man noch weniger Gefühl in Anführungszeichen in der Hand. Ich fand es mega gut, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Zieht warme Handschuhe an oder je nachdem, was ihr halt kaputt hattet, guckt auf jeden Fall, dass es nicht auskühlt und schön warm bleibt, weil dann ist die Muskulatur auch schön aktiviert und funktioniert richtig geil, halt so weit wie es geht mit der Hand. Ich gucke jetzt mal, wie es mit dem Kronau Trail abgeht und ich würde sagen, wir starten rein. Genau, ich habe auf jeden Fall Bock. Let's go. Okay Leute, Kronau Trail. Erstmal der Jump. Also ich werde hier nicht so schnell wie sonst unterwegs sein. Erstmal ein bisschen langsamer machen. Mich ein bisschen eincruisen. Wow, das war slippery. Gleich weiter. Puh, für Spritzer auf der GoPro schon mal sorry. Aber es ist echt nass heute. Hätte ich nicht so erwartet. Klickpedal wieder finden. Wieder raus. Oh, Alter. Perfekte Conditions für den ersten Ride. Aber Bock macht trotzdem. Und ich würde sagen, das ist die Hauptsache. Geil. Wow, große Pfütze. Wow, ganzer Schuh nass. Yeah. Kronau Trail. Geil, Mann. Macht das Bock. Juhu. Sehr geil. Ja, Leute. Guckt das Rad an, dann seht ihr, wie nass es ist. Mein Schuh ist
schon komplett durch. Ah, aber geil. Macht ultra Bock. Richtig geil, Mann. Tschu, bis gleich. Wow, Leute. Ah, geil. Kleines Winter Wonderland hier. Da oben sind alle Bäume voll mit Schnee. Richtig geil. Sieht richtig schön aus. Aber da hinten geht schon fast die Sonne unter. Das heißt, ich muss mich jetzt ziemlich sputen. Es geht zum nächsten Trail. Wir sehen uns beim Trail-Einstieg. Ich bin ganz schön außer Puste. Na, 7, 8 Wochen kein Training. Oh Mann, bis gleich. So Leute, nächster Trail. Das ist der hintere. Ich habe nie so eine Ahnung genau, wie der heißt. Vergesst es immer. Hilfe, nass, slippy. Oh Gott, ich hab Angst. Scheiße. Wow. Ah. Two Wheel Drift aus dem Trail raus. Leck mich am Arsch. So. So, zweiter Teil hier, zweite Abfahrt auf dem Trail. Ah, wie Schiss über die Wurzeln. Da oben rüber ist natürlich auch ein großer mentaler Faktor jetzt. Die Highlight hier fahren. Servus. Ja Leute, ich bin zurück am Auto, habe das Rad gerade ins Auto eingeladen und es hat jetzt gerade der übelste Schneesturm angefangen. Es ist auch schon ziemlich dunkel. Ich bin nass, durchgefroren und boah, ist einfach nur kalt. Ich will jetzt ins Auto fahren, nach Hause in die warme Dusche. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr konntet ein paar Tipps mitnehmen, die ich angewandt habe jetzt für meinen ersten Ride mit meiner kaputten Hand und auch in nächster Zeit, denke ich, bei den nächsten 2, 3 Rides auf jeden Fall noch anwenden werde. Ja, Leute, kleine Neuerung noch auf meinem Kanal und zwar kommen die Videos ja jetzt im Moment immer freitags um 18 Uhr. Das wird sich ab jetzt ändern, weil sonntags einfach viel mehr Leute aktiv sind. Das heißt, meine Videos kommen ab jetzt Sonntag um 19 Uhr. Ihr müsst auf jeden Fall die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr kein neues Video mehr von mir und den Kanal abonnieren, um einfach ja, mich zu unterstützen. Merkt euch, Sonntag 19 Uhr kommen ab jetzt meine Videos auf meinem YouTube-Kanal und ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen. Wir sehen uns nächsten Sonntag hoffentlich wieder. Ich würde mich auf jeden Fall freuen und bis dahin, macht's gut, haut rein, ciao.